Der gute alte Käfig ist out, es lebe die Tier-WG. Zumindest im Leipziger Zoo ist das das moderne Motto. Und so leben Affen, Geparden und Zebras nicht länger Gitter an Gitter, sondern unter einem Dach oder besser gesagt auf einer Steppe. In keinem anderen Zoo auf der Welt gibt es sowas bisher. Wir laden Sie jetzt ein auf eine Safari-Tour in die sächsische Savanne. Ja, ist gut. Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Ein grantiger Empfang. Dabei besucht Frank Meyer die beiden Geparden nur, um ihnen ein Stück Freiheit zu geben. Eine Freiheit, an die sie sich noch gewöhnen müssen. Denn erst seit wenigen Wochen dürfen die beiden ihre neue Außenanlage erkunden. Für uns ist es auch weniger das Problem des Rauslassens. Das ist immer relativ leicht. Sie müssen aber wieder reinkommen. Die Anlage ist 1600 Quadratmeter groß. Wenn die nicht wieder reinkommen wollen, dann kommen die auch nicht wieder rein. Da hilft nur Bestechung. Und? Dass sie das auch ordentlich hören, ne? Ja, gibt's immer zum Füttern, gibt's dieses akustische Signal. Die Affen haben's längst kapiert. Vielleicht ahnen sie aber auch, dass ihr Gehege gerade von Geparden besetzt ist. Bald sollen sie sogar gemeinsam raus dürfen. Affen, Geparden und Nashörner in einer Zoo-WG. Da haben sich die Leipziger viel vorgenommen. So in dieser Konstellation, da gibt es das noch nicht. Das ist wirklich Neuland, was hier betreten wird. Dafür haben wir auch einiges an Überwachungstechnik, um zu sehen, was machen die, wie reagieren die aufeinander, miteinander. Und erst dann werden wir sie direkt zusammenlassen, wenn wir uns wirklich sicher sind, dass das auch klappt. Also zumindest diese 99%, die man halt an Sicherheit erreichen kann bei sowas. Schon jetzt leben in der benachbarten Kiwara-Savanne verschiedene Tierarten zusammen. Die Erfahrungen damit sind gut. Ja, das macht natürlich Mut. Ich glaube, dass unsere Savanne und das Zusammenleben von Giraffen, Zebras, den verschiedenen Antilopenarten, dass das ein sehr schönes Bild ist natürlich, aber dass das auch für die Tiere und für das Tierverhalten natürlich entsprechend interessant, abwechslungsreich ist. Die Planungen für die Kiwara-Kopie begannen schon Ende der 90er Jahre, als man beschloss, in Leipzig einen Zoo der Zukunft zu bauen. Der alte Käfig ist out. Wir wollen also möglichst naturgetreue Ausschnitte zeigen. Also hier in Afrika soll man sich halt wie in Afrika fühlen. Und so begannen dann auch vor gut einem Jahr die Bauarbeiten für die Felslandschaft. Wichtig war dabei, den unterliegenden Tieren eine Rückzugsmöglichkeit zu geben. Denn gerade Geparden könnten Äffchen zum Fressen gern haben. Die müssen flott und gewitzt sein, aber dafür sind sie ja Affen. Die sind flott und gewitzt. So ein Husarenaffe legt Geschwindigkeiten am Boden bis 60 km/h vor. Die können hervorragend klettern, im Gegensatz zum Nashorn, sage ich mal. Apropos Nashorn. Ihnen die neue Anlage schmackhaft zu machen, ist für Frank Meyer gar nicht so einfach. Das ist unser momentanes Schautier auf der Außenanlage, weil die zumindest einigermaßen schon rausgeht. Und das ist Serafine, geboren hier im Jahr 2000. Und die ist aber sowas von sensibel, die will einfach noch nicht raus. Jetzt haben wir die Möglichkeit und die Türe sind immer offen, aber traut sich noch nicht. Und selbst Nandi, die Vertrauensselige, braucht gute Argumente, um den schweren Fuß vor die Tür zu setzen. Wo bist du? Komm her, komm. Komm her, mein Engelchen, komm. Doch dem Engelchen reichen Äpfel heute nicht. So, schauen wir nochmal. Geht doch. Nur Serafine, die bleibt stur. Gerade die alte Zicke hier, das hat die von ihr, wir haben ihre Mutter schon hier gehabt. Und jetzt ist sie selber Mutter geworden. Zweimal schon. Und manchmal ist man erstaunt, wie sich manche Sachen so vererben. Ihre Mutter war genauso. Draußen nimmt man sich schon mal ins Visier. Noch hat jeder sein eigenes Revier. Im Juli aber soll die Wohngemeinschaft dann endlich zusammenziehen.